Servus Leute, mein Name ist Yannick und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Spiel hier auf meinem Kanal. Von mir, das Spiel heißt Gradiator Space Battle, keine Ahnung, ich habe nur Space Battles gelesen in Steam und habe gesehen, dass es free ist. Und da es minimal ist und irgendwie eine nervige Werbung da oben hat, gibt es jetzt dieses Spiel. Ich habe es mir einfach mal runtergeladen. Wenn es gut ist, kaufe ich mir. Wenn nicht, dann nicht. Es kostet nicht viel in Steam. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob ihr dieses Video seht, wenn es noch das Angebot gibt. Gut, gucken wir mal, was wir hier machen können. Wir können online spielen. Wir können hier komische Dinge anklicken. Ich habe keine Ahnung. Ship Design klingt aber ziemlich lustig. Welcome to the Ship Design Screen. This is where you got together your own custom ships designed from modular components. Okay, ich kann so nicht das ganze, den ganzen Text erhalten. In diesem Spiel, you, mit Caps geschrieben, are the spaceship designer of. So, you start off with bla bla bla. Ich kann das schon. Ja. Different models, two types. Ich habe keine Ahnung, ist mir scheißegal. Ist okay. Stop. Ja. Okay, hi, da kann ich. Ah, da kann ich noch mehr sehen. Okay. Super. Da habe ich noch so ein doofes Fenster offen. Ah, jetzt wieder alles blau. Ich will das nicht alles lesen. Ich will das selbst erfinden. Also, wenn ich hier drauf drücke, passiert gar nichts. Aber wenn ich. Ah. Oh Gott, das sieht aus wie ein Spiel, das Mikromanagement verfordert. Fuck's sake. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich lasse mir das gerne in den Kommentaren erklären, aber sieht lustig aus. Power-Generator. Das ist doch... Moment. Was bist du? Crew-Model. Du bist auch ein Crew-Model. Hä? So würde ich nie ein Schiff zusammen... So, erstmal dahin. Der Energieding würde ich immer in die Mitte hauen, weil ich das doch beschützen muss. Ja, da kann man ein Crew-Model lassen. Was bist du? Okay, ich habe keine Ahnung, ist mir das auch egal. Defense. And Defenses. Das geht da nicht. Das ist ein Schildgenerator. Kann man immer gebrauchen. Warum ist der Schildgenerator hier? Was ist das? Noch ein Schildgenerator. Auf die andere Seite. Jetzt haben wir aber keine Waffen mehr. Ein Scheiß. Brauchen wir das Crew-Ding hier unbedingt? Nö. Okay, tschüss. Machen wir doch hier einen Missile Launcher rein. Der hier auch. Was ist das hier? Power-Generator. Ist auch ein Power-Generator. Wir brauchen nicht so viel Power. Wir brauchen mehr Missiles. Ich glaube, das ist total falsch. Was macht das hier? Composite Armor. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, worauf es in diesem Spiel angeht. Ich kann es aber auch nicht sichern. Ich muss auch doch mehr Crew-Support. Crew-Support. So ein Crew Model 2 einfach für einen Crew Model 1 einsetzen. Reicht. Passt. So, was brauche ich noch? Power Resource. Ich brauche mehr Power. Okay. Kein Problem. Ich mache so einen Generator. Das ist ja. Das ist ja relativ schwer hier. Machen wir so einen Generator. Übrigens, wenn ihr nebenher irgendwann mal Facebook hört, das tut mir sehr leid. Werde ich aber nicht ändern. Oh, fuck's sake. Reicht so ein kleiner Generator? Ja, aber dann reicht wieder nicht mein Crew Support. Fick dich, Spiel? Maybe? Machen wir den Power-Ding hier mal hin. Hauen diesen normalen Schildgenerator. Ich weiß nicht, wo der. Achso, das ist ein Schildgenerator 1 und 2. Hauen hier noch so ein normales Crew Model hin. Jetzt brauchen wir mehr Power. Was? Warum? Ich brauche mehr Power. Okay, ich frage nicht nach. Ich brauche mehr Power. Also mehr Power. Oh, I did it. Oh dear. Ich habe so gar keine Ahnung. Warum habe ich hier. Na gut, ich denke, das wäre sowieso nötig gewesen, noch ein Schildding da zu haben. Und das hier ist die. Achtung, Epic-Name. Total. Mit Doppel-T. Die. Alter, die Tastatur. Meine Tastatur spinnt. Total. Apple. Hallo! Caps-Taste. Mach nicht immer zwei Tasten. Also, Shift. Epic.
Fail! Ja. Die Total Epic Failure. Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Wie gesagt, ich habe es mir runtergeladen und habe es gespielt. Und dachte mir, ach komm, zeig's doch gleich den Leuten. This is where you pick which battle to fight. Each scenario has a different limit of budget of your fleet of number of irgend something shit tutorial. Fleet. This screen is where you edit your... This screen lets you edit the current fleet deployment. Whatever. Da kann ich meine Sachen rauspicken. Ah, da ist mein Total Epic Fail. Ist okay. Ja, ich kann die hier platzieren. Ich kann alle platzieren hier. Ach, das sind kleine. Yay. Vielleicht das hier? Nein. Okay. Wow. Das sind noch Reichweiten hier. Okay. Das sieht irgendwie schon interessant aus, das Spiel. Kann ich die jetzt aber auch noch irgendwie... You just added a new ship fleet. You can keep dragging new ships into position map until the maximum budget is reached. Ja. Ach, da kann ich gleich auch noch ein neues Schiff. Oh. Kann ich nicht reinziehen. Warum? Oh, noch so eine kleine. Bitte. Ich muss jetzt echt mein ganzes Budget aufbrauchen. Okay. Wir können select. Ah ja, und ich kann es hier hinher schieben. Was? Shows informations about the deployments. Okay, hier kann ich ja irgendwelche Informationen. Also ich bin. Was ich attackiere und so. Ist okay. These icons send models select click on these for some details. Details? More details? Ach nee, da unten. Details. Ey, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe auch irgendwie gar keinen Bock, das alles durchzulesen. Just your information of cap. Ja, ist okay. Verstanden. Weg. Ja, hier. Kann ich die Priorität einstellen, auf was sie eher angreifen? Zuerst mal, ich habe keine Ahnung, ist mir auch alles scheißegal. Ich werde das eh alles nochmal durchlesen, wenn ich das Spiel kaufe. Ist ja das Problem, es ist so viel Text. Ich habe nichts gegen ein gutes Tutorial, aber es ist so viel Text, da hat man doch keinen Bock irgendwann mehr. Lauter Dinger hier. Last denn? Final Selection. Ja, das ist doch super. Kooperativ ist immer gut. Safe Deployment. Achtung, epischer Name, Epic Fail Deployment. Viel Spaß beim Sterben, meine Freunde. It's time to see if you win the battle. Click the fight button. Wo ist der fight button? Fight button? Da unten. Wird noch gehighlightet und ich sehe ihn nicht. Wow, geil. Kann ich die Schiffe jetzt auch selbst steuern? Ich werde den Skype angeschrieben. Okay. Ja, okay, dann okay. Wow, hallo. Du da. Greift an. Attacke! Ah! Wow! Linke Maustaste zum Bewegen ist nicht so gewohnt. Ich werde mit euch, ich werde dieses Ding gewinnen, egal was für ein Setup. Ich habe einfach nur, weil es das Tutorial mit. Was heißt hier No Effect? Ich habe doch gar keine Ahnung, was. Ihr macht einen Effekt? Moment mal, ich kann euch anklicken, was? You can click on any selected ships, weapons, models. All click on turret, actual ship to show. Okay, ich kann hier drauf drücken, dann kann ich irgendwas machen und mich toll fühlen. Kann ich dann auch. Ah, die waren einfach nur aus Reichweite. So, ihr da. Könnt ihr mal angreifen? Nein, ihr seid zu lang. Ja, Alter, ihr seid langsam. Schuss, 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 schuss. Admit defeat, ich glaube, es hackt. Aber ich kann hier ranscrollen. Ich kann leider nur von oben drauf gucken. Schade eigentlich, aber. Das scheint ein Schild zu sein. Und die Zoom-Stufen sind scheiße. Richtig scheiße. Ich muss mehrmals mein Mausrad durchdrehen, damit ich rauszoomen kann. Das ist aber gar nicht mal so schlecht, denke ich, wenn man dem Spiel eine gescheite Chance hat. Kann ich das auch irgendwie deaktivieren, zum Beispiel, um mehr Energie für was anderes zu haben? Kann ich euch direkt navigieren? Nicht? Bin ich jetzt echt nur so ein, ich guck zu und freue mich?
Ah, warte mal, hier unten haben wir was. Ich will meine Raster einblenden. Oh. Warum? Spiel, why you bugging? Was habe ich jetzt gedrückt? Oh mein Gott. Drücke niemals irgendwelche. Keine Ahnung was. Oh, das ist bestimmt eine Screenshot-Taste und ich weiß es nicht. So, hier sehe ich, wer alles wie stark beschädigt ist. Ja, da ist einer von unseren Schiffen schon kaputt gegangen und irgendwie ein anderes wohl auch. Das hier ist schon ziemlich stark beschädigt. Ich habe keine Ahnung, welches das hier ist. Ja, das hier oder was? Achso, ja, okay, das ist noch gar nicht kaputt. Oh. Ja, was soll ich machen? Kann ich dich wegschicken? Du da? Sei mal ein bisschen vorsichtiger. Weg. Nicht. WASD. Das ist Kamera bewegen, immerhin. Ich fall aus einer Saugkamera. Ihr habt doch keine Ahnung. Hilfe. Erklärt mir das mal jemand. Ich glaube, ich lade dieses Video als erstes hoch, damit ich ganz viele Kommentare bekomme, was in diesem Spiel toll ist. Und warum man sich das unbedingt kaufen sollte oder so. Es scheint schon cool zu sein. Ich meine, hey, es hat was mit Weltall zu tun. Allein schon das macht es irgendwie schon cool, aber es erinnert mich gerade so wie die Browser-Version von Sins of Solar Imperium. Wenn es das ist, dann kann ich euch dieses Spiel auch zeigen, ohne dafür Geld auszugeben. Also ich meine, ich habe das Spiel halt vorher schon mal gekauft oder besser gesagt zu Geburtstag geschenkt bekommen. Ja, das Ding ist übrigens, 42% der gegnerischen Flotte ist noch da und es ist nur dieses eine Schiff. Entweder es hat so viel verkacktes Leben oder... Ja, hat es viel Leben. The battle is over. Battle are not fought up to the last life from but decide once the outcome is clear. If you are the victor... Ich bin der Victor. Übrigens. Ich bin der Victor. Hi. Ich habe das nicht falsch ausgesprochen. Ich bin der Victor. I'm the Victor. You will have been awarded honor you victory, which is spent at Fleet HQ. Ich habe keine Ahnung. Ich kriege irgendwas. Honor earned. Fleet. Ah, hier kann ich mir tolle Sachen holen für das Zeug. Da steht Unlock. Kann ich jetzt noch nichts machen, weil ich habe 6 Victory und ich brauche dafür 50 Victory. Ich weiß, es heißt Honor, aber ist mir doch egal. Es heißt Honor, nicht Honor, weil es wird stilles Haar. Schon klar, ich kann mir ein ganzes Imperium kaufen. Alien Race. This race of aliens comes with completely new ship designs for your use. Once unlocked, you need to select them as the active race to use your ships. Alien Race, immer das gleiche. Es scheint aber ziemlich krass viel Zeug zu geben. Das Spiel, ja, kann ich hier auch irgendwie wieder raus? Main Menu wahrscheinlich. Das Spiel ist ziemlich trivial gehalten, aber es macht doch irgendwie einen unheimlichen Spaß. Lasset mich ganz kurz in Steam nachschauen, wie viel das Ganze jetzt kostet. Habe ich die Werbung noch offen? Nein, habe ich nicht. Schaltet die Werbung ein, Leute. Ihr seht da echt immer wieder gute Angebote bei Steam. Was ist das hier? On sale now. Wenn ich hier drauf drücke, passiert was? Ich werde auf eine Browser-Seite weitergeleitet, die ihr jetzt nicht sehen könnt. Geil. Sind das... Das ist jetzt aber nicht... Oh mein Gott, nein, nicht Video starten, bitte. DLC, bla bla. Oh wow. Ich muss mir jetzt aber nicht echt jedes einzelne Schiff neu kaufen, oder? Das ist jetzt ziemlich lame. Expansion Pack. Wow. Also, ich weiß nicht, wenn ein Spiel, ich weiß nicht, wie alt dieses Spiel ist, aber wenn ein Spiel im Angebot ist und das erste, was ich sehe, sind hier 7 DLCs, die ich mir kaufen kann, dann macht das nicht so einen geilen Eindruck, finde ich. Aber gut, das ist. Challenges ist noch gesperrt. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich mir die Pre-Version runtergeladen habe oder ob das Spiel noch Work in Process ist. Wenn ja, dann wären 7 DLCs absolut unnormal. Ich weiß auch nicht, was Manuel macht. Manuel schließt das Spiel und ihr seht jetzt nur ein Bild. Liebe Programmierer, wenn ihr Deutsch sprecht, beziehungsweise liebe deutsche Programmierer, die mir zuschauen, wenn ich einen Button habe, auf dem Manuel draufsteht oder Manuel, bitte schließt nicht instant das Game, sondern fragt mich wenigstens, ob ich schließen möchte. Jetzt fragt auch noch meinen Virenschutz, ob ich Adobe Reader erlauben möchte. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee, mein liebes Virenschutzprogramm. Muss ich jetzt dieses Spiel nochmal starten? Wäre fast sinnvoll, oder?
Kann man noch ein bisschen umgucken, während das jetzt die Seite. Nein, ich habe den Ding, die Store-Seite offen, deswegen kann ich das gleich mal sagen. So, das Spiel kostet original 14 Euro. Momentan kostet es 3,49 Euro, also knapp 4 Euro. Für diese 4 Euro ist es definitiv lustig. Schaut's euch unbedingt mal an. Wenn ihr die Chance habt, ich weiß nicht, guck mal ganz kurz nach. Steam lad schneller. Dieses Spiel hat auch eine Demo, dementsprechend, wenn das Gratis-Wochenende vorbei ist, ladet euch einfach mal die Demo runter und schaut euch einfach das Spiel mal an. Es wird euch kein Bein brechen, das war jetzt auch mein erster Eindruck-Video. Ich werde noch an diesem Wochenende ein paar Stunden, denke ich, oder zumindest ein paar Minuten mit diesem Spiel verbringen und mich auch ein bisschen schlau über dieses Spiel machen, was man da so alles machen kann. Ich denke, das könnte ganz lustig sein, so ein ähnliches Solar 2-Spiel, so nach dem Thema, Alter, ich war jetzt den ganzen Tag nur unterwegs, habe irgendwas gemacht, Schule, Arbeit, was weiß ich, Menschen kennengelernt, sowas soll es ja auch geben. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich finde Menschen immer ziemlich abstoßend. Oh Gott, was da war ich wieder. Wie gesagt, guckt euch an, wird euch nicht umbringen, ist wie gesagt überhaupt nicht groß, kostet, sind 77,4 MB, selbst mit einer Dorfleitung, wie ich sie habe, hat man das in 20 Minuten runtergeladen. Doch, so schnell. ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, was soll ich noch sagen? Ich guck mal kurz nach, wie viel das DLC noch kostet. By now. Ich kann es auf der offiziellen Seite auch noch hier irgendwas kaufen. Hier DLC. By now. DLC. Sam. Ich will das DLC, was ich da vorhin angeklickt habe. Keine Ahnung. Ist es das? Was sind so viele DLCs? What the fuck? Das ist das Expansions Pack. Das kostet erstmal 5 Euro. Ich habe keine Ahnung, was das Expansions Pack ist. DLC Bundle. The Tribe. The Tribe ist auf jeden Fall nur ein Schiff oder... Alter Schwede, ernsthaft, was ist bei diesem... Ach, irgendwie Expansions Pack klingt für mich so... Cool, du lest mal das einfach mal durch. The Galaxy's war has gone long enough. The Black Galaxy seems to end. And, ladies, gentlemen, entities. I present you our idealistic space bridge... Was? Ihr habt keine Ahnung, sind das jetzt neue Bauteile? Hey, Details. Sollte man mal anklicken. Details. Okay, da steht jetzt 11 neue Schiffe, 4 Cruiser, 3 Fregatten, 4 Schiffe, ein neuer Waffentyp, Enchanted Repair Modules, was auch immer das ist, neue Ship-Bonus und 2 Szenarios. Wenn das Spiel im Internet so funktioniert, dass man DLC-Leute mit Nicht-DLC-Leuten zusammenmischt, habe ich das dumpfe Gefühl, dass da ein kleines Balancing-Problem ist. Ich finde es auch interessant, dass sie ihre Trailer hochladen mit folgendem Titel: Tribe-Trailer.wmv. Ich weiß nicht so recht, was ich von den Leuten halten soll, dieses Spiels. Das Spiel an sich ist nicht schlecht. Von der Idee. Der Preis ist so lala. Es ist immerhin kein Vollpreisspiel, aber es ist doch ein Spiel mit normalerweise 14 Euro, was zumindest die Hälfte eines Vollpreisspiels meiner Meinung nach ist. Und das ist dann doch schon ein Geldbetrag, den man sich überlegen kann. Wenn jetzt noch jedes dieser DLCs mich 5 Euro kostet, dann wisst ihr, wie schnell die Jungs Geld machen. Andererseits muss man natürlich auch wiederum sagen, wenn es so ist, dass diese DLCs ballast sind und ich im Multiplayer dann auch keine Nachteile habe, beziehungsweise als Käufer keine Vorteile habe, sondern nur andere Schiffe, dann wiederum ist das nett. Wie jetzt genau diese Szenarios ablaufen, kann ich auch nicht sagen. Wenn jetzt jedes dieser Szenarios so kurzlebig ist wie dieses, dann habe ich dieses Spiel binnen, ich sage mal, 2 Tagen... abendlichen Leichtsinnigkeitszockens durchgespielt. Sollte es allerdings eine Schwierigkeitskurve geben, was ich bei solchen Spielen durchaus glaube, dann ist es eher so eine Art... Zeigt euch das Spiel Tribes S, kennt was? Ich habe es nie gespielt, aber ich habe viele YouTube-Videos gesehen. Und dieses Spiel ist am... Die ersten paar Level denkt man sich,
Wow, wenn es in dem Tempo weitergeht, dann bin ich ganz schnell vorbei. Übrigens ein Vollpreisspiel. Aber wenn dieses Spiel dann eine Zeit lang gelaufen ist, was die dann von einem verlangen, und dann hockt man da echt Ewigkeiten dran. Und das ist eine gute Schwierigkeitskurve. Man hat lange Zeit, lernt man das Spiel kennen und es wird ein bisschen schöner und es wird immer schwerer, immer schwerer, immer schwerer und irgendwann merkt man, holla, die Waldfee im Vergleich zum Anfang war das, ja, ist, also wow. Gut, macht euch euer eigenes Bild von dem Ganzen. Für mich persönlich, falls jetzt einer von den Programmierern hier zugucken sollte, was mich persönlich gestört hat, war diese relativ unprofessionell eingebundene Werbung, die da oben rumgeschwirrt ist. Dass ich 7 DLCs in meine Fresse geklatscht bekommen habe. Ich meine, okay, das macht Call of Duty seit eh und je, aber das heißt nicht, dass das was Gutes ist. Ich mag es nicht, wenn ich so direkt einen DLC in die Fresse geklatscht bekomme, weil das Erste, was ich möchte, ist dieses Spiel spielen. Und dann vielleicht mal irgendwo in einem Ladebildschirm darauf hingewiesen werden, beziehungsweise vielleicht mal als so kleine Nebentipps. Es gibt ja zum Beispiel auch so lustige Schriften wie bei Minecraft und Co., wo dann eingeblendet werden, wenn man anstatt so einer lustigen Schrift halt da einfach hin irgendwo unauffällig hinschreibt, hier könnt ihr die neuen DLCs sehen. Aber andererseits verstehe ich natürlich auch, dass sich gerade solche Entwickler wahrscheinlich gerade durch DLCs so Geld dazu verdienen. Was ich positiv fand, war, dass man, trotz dass ich das Tutorial komplett übersprungen habe, was übrigens meiner Meinung nach viel zu viel Text und viel zu unspannend zum Lesen ist, man das Spiel trotzdem mehr oder weniger verstanden haben könnte, zumindest zum Teil. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen over the top mit dieser ganzen Schrift, die man da hat man nach der zweiten Textbox, hat man einfach keinen Bock mehr. Vor allem, das Tolle ist, was ihr jetzt nicht gesehen habt, ich bin vorher in die Optionen reingegangen, hab nochmal solche Textboxen an meinen Kopf geknallt bekommen. Hey, das sind Optionen, Jungs, das kann man verstehen, was da steht. Aber gut, ist ja nett gemeint. Trotzdem ist das Spiel jetzt nicht wahrscheinlich das einsteigerfreundlichste, aber es hat auf eine unterbewusste Art doch Spaß gemacht zu sehen, wie meine Schiffe die anderen Schiffe zerstört haben, auch wenn ich total schlecht dabei war. Und summa summarum gebe ich dem Spiel auf jeden Fall noch so ein bisschen eine Chance, sage ich mal. Deswegen werde ich diese Videos auch als erstes hochladen, damit die ganzen Leute möglichst dieses Steam-Wochenende benutzen, um dieses Spiel sich mal anzugucken und wirklich mal zu spielen und sich selbst ein Bild dazu zu machen. Es ist schon ganz schön viel Gelaber. An meine Abonnenten jetzt, und das ist eigentlich das ganze Video, weil ich denke nicht, dass irgendein Entwickler mir jetzt hier zugucken wird, aber an meine Abonnenten, vielleicht ist ja irgendeiner von euch dabei, der in Zukunft Indie-Spiele entwickelt, dann weiß er, was ich mache. Ihr habt gemerkt, dieses Video ist so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Review, weil wenn ich jetzt sage, dieses Spiel ist eine Review, dann werde ich jeden Typen, der ernsthafte Reviews macht, wahrscheinlich ins Gesicht hauen und der wird mich hassen. Aber es ist so ein Eindruckvideo. Meine erste Eindruckvideos sollen immer mehr jetzt in Richtung, ich teste für euch ein Spiel, was ich irgendwo kostenlos eine Demo gefunden habe oder so, und ich möchte es euch zeigen werden und ich möchte danach ein erster Eindruck Feedback geben. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Sollte ich das beibehalten, dass ich öfters nach ersten Eindruckvideos ein kleines Feedback dazu in das Video reinbringe, so dass ihr so eine kleine Meinung habt. Ihr könnt mir dann auch gerne, das lese ich immer ganz gerne, wenn man mir sowas vorschlägt, einfach in mein Postfach mir reinspammen, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich habe da ein cooles Spiel, das hat zum Beispiel irgend so ein Typ gemacht. Nein, ich weiß schon, ich habe sein Profilbild im Kopf, es ist so ein weißes Profilbild. Ich weiß, dass irgendwas mit S, aber ich habe seinen YouTube-Namen echt vergessen, tut mir leid. Er hat mir auf jeden Fall vorgeschlagen, ein anderes Spiel auszuprobieren, was auch auf diesem Kanal kommen wird als Review, sondern als erster Eindruck-Video. Wo ich ihn dann auch erwähne mit richtigen Namen. Könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr das findet. Wenn ihr das nämlich gut findet, dann werde ich es beibehalten. Dann könnt ihr mir gerne auch so private Nachrichten schreiben. Und dann werde ich das öfters mal machen. Mir persönlich macht es Spaß, ab und zu einfach mal Spiele anzuspielen, auch wenn ich sie danach nicht kaufe oder weiterspiele. Einfach mal anzuspielen und euch zu zeigen, hey, dieses Spiel ist cool. Und übrigens, was ich gerade nebenbei gesehen habe, dieses Spiel kann man sich auch für das iPad holen. Also für jeden iPad-Benutzer von euch da draußen. Ich denke, das ist mehr, als mir lieb ist. Ihr könnt es euch runterladen und es gibt ein iTunes Review und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, auch wenn ich
viel mit PCs zu tun habe als Programmierer, als Informatiker auf Lehrgang. Ich habe kein Smartphone und keine Ahnung von diesem iTunes und Co. Fragt mich nicht, wieso. Es ist an mir total vorbeigeschaltet. Gut, ihr kennt euch damit ja besser aus. Ich lasse euch dann einfach alleine. Unten in der Beschreibung wird wahrscheinlich die Homepage stehen. Ebenso nichts. Doch, mein Twitter-Account und mein Facebook-Account, falls ihr mir dort folgen wollt und dort mit mir schreiben wollt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dorthin, euer Yannick, over and out.